Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was die Woche wirklich wichtig war. Mein Name ist Don Dahlmann, ich bin Journalist für Automotive, Future of Mobility, E-Autos und alles, was so dazugehört. Ich war die Woche natürlich auf der IAA von Montag bis Donnerstag, um genau zu sein, und habe mir eine ganze Menge natürlich angeschaut. Und um das, was ich so gelernt habe, auf der IAA in ein 5-Minuten-Video zu packen, habe ich das Ganze mal in 3 Punkte zusammengefasst. Der erste Punkt ist, die klassische Automesse ist leider tot. Das haben wir schon seit einiger Zeit gesehen, diesen Trend. Paris letztes Jahr war schon sehr, sehr leer. Da ist man irgendwie, glaube ich, von 6 Hallen auf 2,5 oder 3 Hallen runtergegangen. Genf dieses Jahr war auch schon sehr leer. Da gab es sehr viele Freiflächen, die man dann mit Oldtimer vollgestellt hat, was auch so ein bisschen ein Anachronismus ist. Aber in Frankfurt sah es ähnlich aus. Viele Hersteller waren gar nicht erst da, wie ihr mitbekommen habt. Toyota nicht, Mazda nicht, die ganzen Franzosen waren nicht da, Chinesen waren eh nicht da, bis auf eine Ausnahme oder zwei. Und die großen Hersteller hatten alle ihren Ausstellungsbereich deutlich verkleinert. Woran liegt's? Man kann Autos nicht mehr so präsentieren, wie das früher war. Ja? Schnittiges Design, hübscher Motor drin und das Ganze auf den Drehteller gestellt mit leicht bekleideten Damen oder Herren daneben. Das reicht nicht mehr. Das ist auch kein Verkaufsargument mehr. Autos sind komplexer geworden, vor allen Dingen die Software. Denn die Infotainment-Systeme, aber auch die Art und Weise, wie die Rekuperation funktioniert, also wie das Energiemanagement der Fahrzeuge ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt geworden. Nur, wie kann man Software zeigen? Ja, das ist zum Beispiel ein Problem, was auch schon alle großen Softwarehersteller haben. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Microsoft würde einen Stand haben, an dem man nur die Verpackungen von Microsoft Word oder Outlook oder sowas sieht. Das würde auch keinen Sinn machen, machen die natürlich auch nicht, sondern man kann die Produkte erleben, was dahinter steckt. Man kann mit ihnen arbeiten, etc. etc. Das heißt, die Autohersteller müssen sich ein bisschen was anderes einfallen lassen. Viele haben auch schon gesagt, Mensch, so die CES, das ist für uns super wichtig. Oder auch der Mobile World Congress in Barcelona, wo jedes Jahr die neuesten Smartphones und andere Geschichten vorgestellt werden. Da passt das gut. South by Southwest, bisschen anderes Konzept, mehr Fete als Ausstellung oder Messe, klappt aber auch. Und da kann man sich dann besser präsentieren, da kann man die Produkte auch anders präsentieren. Man kann gleichzeitig ein bisschen die Autos vorstellen, man kann aber auch gleichzeitig sagen, hier, das sind unsere Softwarekompetenzen. Da muss sich die IAA was einfallen lassen, wird auch passieren. Der Vertrag mit dem VDA und der Messe Frankfurt ist ausgelaufen. Man sucht eventuell auch einen neuen Standort, man sucht auch mit Sicherheit, und das hoffe ich sehr, ein neues Konzept. Zweites Learning war, naja, die große EK-Offensive oder E-Auto-Offensive, die ist aber ausgeblieben in Frankfurt. Wir hatten 2017 alle uns mit Studien rumgeprügelt. Jeder hatte da irgendwie nur so ein bisschen was gezeigt, wie es vielleicht aussehen könnte. Und dann haben wir gedacht, 2019, dann kommen sie alle. Pustekuchen. 4 neue E-Autos gab es tatsächlich auf der Messe. Der Porsche Taycan, der Honda E, der Mini E und natürlich der Volkswagen ID.3. Ehrlich gesagt, ganz schön dünn. Da hatten wir und ich auch ein bisschen mehr erwartet. Der Taycan fällt so ein bisschen aus der normalen Preisklasse raus mit 150.000 Euro, die er so zum Start kostet. Honda E, ein bisschen so der heimliche Liebling aller auf der Messe, weil knuffig, klein, kompakt, sieht gut aus, super schöner Innenraum, passt eine Menge rein. Der Mini E, ganz interessant, allerdings im Grunde genommen ein Mini mit einem Antriebsstrang von einem i3 von BMW und dann auch noch dem kleinen Akku. Auch beim Honda ist mit der Reichweite nicht so weit her, also so 200 Kilometer bei beiden. Das reicht gerade mal so für die Stadt, da kommt man nicht mehr allzu weit, um die Oma auf dem Land zu besuchen. Ein bisschen schade. Bleibt der ID.3, den Volkswagen so als den Golf der E-Fahrzeuge verkauft. Da muss ich sagen, da wäre ich aber sehr vorsichtig, das zu machen, denn ein Golf sieht doch innen auch ein bisschen anders aus. Der ID.3 erinnerte mich eher ein bisschen mehr an den VW Käfer, ehrlich gesagt. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Selber mal Käfer gefahren über viele Jahre und das auch sehr gerne. Ist halt karg oder beziehungsweise minimalistisch im Innenraum. Daran muss man sich gewöhnen ein bisschen, aber das ist deswegen nicht schlecht. Und warum VW gesagt hat, das ist aber der neue Golf und nicht der neue VW Käfer, was auch besser zur Historie gepasst hätte, meiner Meinung nach, ist mir ein kleines Rätsel. Drittes Learning auf der Messe. Alle haben gesagt, wir elektrifizieren unsere Flotte bis zum geht nicht mehr. Natürlich machen das alle, aber sie nehmen dafür nicht E-Autos, sie nehmen dafür Plug-in-Hybride. Über das Thema hatte ich mich mit meiner Kollege Nicole Scott ja auch schon mehrfach unterhalten und Artikel zugeschrieben. Ich bin kein großer Freund der momentan erscheinenden Plug-in-Hybride. Jetzt habe ich es aber. So. Und
Die neuen haben so eine Reichweite von 70 bis 100 Kilometer. Das ist schon mal ein guter Schritt nach vorne. Damit kommen die meisten Pendler eigentlich ganz gut klar. Und wenn sie an der Arbeitsstelle oder zu Hause laden können, dann lohnt sich das tatsächlich auch schon. Eine andere Geschichte ist halt weiter als 100 Kilometer. Das wird schwierig, sagte mir auch ein Entwickler, weil da wird der Akku sehr schwer und sehr groß. Und wenn er dann leer ist, dann schleppt man dann halt sehr, sehr viel Gewicht mit rum, was dann den Verbrauch wieder nach oben treibt. Eine dritte Geschichte zum Plug-in-Hybrid ist, ich wäre mir nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob und wie weit man diese Dinger in den nächsten 10 Jahren noch sehen wird. Da wird viel Geld reingesteckt, die man eigentlich gut in die Elektromobilität aber auch reinstecken könnte. BMW sagt, naja, wir wollen die Leute an die E-Mobilität gewöhnen. Erst der Plug-in-Hybrid und dann das reine E-Fahrzeug kann man sicherlich so sehen. Auf der anderen Seite muss man auch vorsichtig sein, ob der Plug-in-Hybrid nicht der neue Diesel wird. Denn Städte machen oder überlegen nach und nach für Verbrenner ihre Innenstädte zuzumachen. Plug-in-Hybride sollen zugelassen sein, sollte man sowas macht, aber ganz sicher ist das eben auch nicht. Also das heißt, wenn man sich jetzt einen Plug-in-Hybrid kauft oder in 2, 3 Jahren, dann kann es passieren, dass man in 5 oder 7 Jahren plötzlich wieder da steht und nicht mit den Autos reinkommt, weil die Verantwortlichen sagen, nee, nee, wir meinen reine E-Autos, keine Plug-ins. Das war es soweit, jetzt 6 Minuten gedauert, 5 Minuten habe ich nicht ganz geschafft, gab aber auch wirklich viel zu erzählen von der Messe. Ich melde mich auf jeden Fall natürlich nächste Woche wieder, dann ein bisschen tiefer gehen, vielleicht mit dem einen oder anderen Thema. Wünsche euch ein schönes Wochenende und ja, gehabt euch wohl. Bis dann. Tschüss.